Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welt. Allah Segen und Heil sei nach dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Liebe Geschwister, wie auch letzte Woche möchten wir einige Ayat aus dem Koran in einem Zusammenhang stellen, die direkt eigentlich nichts miteinander zu tun haben, aber dennoch von derselben Thematik sprechen. Und aufgrund dieser Vorgehensweise oder auch durch diese Vorgehensweise kann man am Ende mit Resultaten hervorkommen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, und diesmal nehme ich die Antwort vorne weg, im Gegensatz zur letzten Woche. Allah subhanahu wa ta'ala sagte im Koran, verkünde den Heuchlern, dass es für sie schmerzhafte Strafe geben wird. Sie, die die Ungläubigen anstatt der Gläubigen zu Schutzherren nehmen, begehren sie etwa Ansehen bei ihnen zu finden? Gewiss, alles Ansehen gehört Allah. Allah subhanahu wa ta'ala macht uns klar, dass die Gläubigen kein Ansehen erlangen werden und keine Ehre haben werden und ihnen auch nicht zum Sieg verholfen wird gegen diejenigen, die sie zum Feinde genommen haben und sie auch keine feste Stellung auf Erden erhalten werden, es sei denn, sie ergeben sich Allah, es sei denn, sie fügen sich Allah, es sei denn, sie gehorchen Allah und seinem Gesandten sallallahu alaihi wasallam. Es sei denn, sie folgen dem Islam und sie setzen den Iman äußerlich und innerlich um. Im Koran und in der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam und auch in dem Verständnis unserer rechtschaffenen Vorfahren erfahren wir, dass sie das alle oder dass die Vorfahren auch tatsächlich das so verstanden haben, wie ich es euch eben gesagt habe. Und deswegen möchten wir im Laufe der Khutbah genau diese drei Aspekte näher anschauen. Die erste Ayah habe ich euch bereits vorgelesen aus Surat An-Nisa. Allah subhanahu wa ta'ala macht auch klar im Koran, dass man Ehre nur erlangen kann von ihm subhanahu wa ta'ala. Er sagte, wer Ehre erstrebt oder ersucht, so gehört die Ehre allesamt Allah subhanahu wa ta'ala. Und er macht uns auch klar, dass man, wenn man Ehre ersucht, sie ersuchen muss durch Gehorsamkeit Allah gegenüber. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, wer Ehre ersucht, so gehört alle Ehre Allah. Zu ihm steigt das gute Wort hinauf und die rechtschaffene Tat hebt er zu sich empor. Also hat uns Allah in dieser Ayah klar gemacht, dass man Ehre erlangt, indem man ihm folgt, beziehungsweise seinem Propheten sallallahu alaihi wasallam folgt und das, was Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat, umsetzt. Qatada, rahimahullah ta'ala, einer der Führer der Tabi'in und der Tafsir-Gelehrten, er sagte genau über diese Ayah, wer nach Ansehen, nach Macht und Ehre strebt, so gehört die Ehre allesamt Allah. Er sagte, wer also geehrt werden will, soll sich dadurch ehren, dass er Allah subhanahu wa ta'ala gehorcht. Liebe Geschwister, auch macht uns Allah klar, dass einem nicht zum Sieg verholfen wird und dass man auch nicht eine feste Stellung auf Erden erlangen wird, es sei denn, man verrichtet das Gebet, es sei denn, man entrichtet die Zakat, es sei denn, man gebietet das Gute und verbietet auch das Schlechte. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, und Allah wird ganz gewiss denjenigen helfen, die ihm helfen. Allah ist wahrlich stark und allmächtig. Ihnen, wie wenn wir ihnen eine feste Stellung auf der Erde verleihen, das Gebet verrichten und die Abgabe entrichten, das Gute gebieten und das Verwerfliche verbieten. Durch den Iman, durch die rechtschaffene Tat, durch den Tawhid, durch diese Dinge, liebe Geschwister, gibt es Sicherheit. Es gibt noch weitere Verse und Hadithe und deswegen belügen wir uns mit dem, was wir an Ayat gehört haben, die alle klarstellen, dass die Ehre eines Menschen ist dadurch, dass er gläubig ist und an Allah glaubt und dem Islam angehört. Und Ehre, anders ausgedrückt,
erlangt man dadurch, indem man Allah subhanahu wa ta'ala als den Einzigen verehrt. Liebe Geschwister, sich zu schmücken und Ehre zu ersuchen durch etwas anderes als den Islam, gehört zu den Eigenschaften der Heuchlerin. Allah subhanahu wa ta'ala sagte über die Heuchler in Surah Al-Munafiqun, der Surah der Heuchler. Sie sagen, wenn wir zur Stadt zurückgekehrt sind, dann werden die Angesehenen von ihr, die Angesehenen aus der Stadt, die Erniedrigten verpreisen. Und sie meinten mit den Angesehenen aus der Stadt, den Leuten, denen es gut geht, die Besitz haben, in diesem Fall natürlich die Kuffar. Und Allah antwortete, und sie meinten mit den Erniedrigten, die Gläubigen, die extra ihr Hab und Gut verlassen haben und nach Medina ausgewandert sind. Sie meinten die Sahaba und den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und Allah subhanahu wa ta'ala antwortet darauf und sagt, Allah und seinen Gesandten und den Gläubigen steht die Ehre zu. Aber die Heuchler wissen nicht Bescheid. Auch der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat uns klar und deutlich gemacht, dass man Erniedrigung erlangt, je nachdem, wie weit man sich von seiner Religion entfernt. Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma berichtet uns über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass er gesagt hat, Erniedrigung ist bestimmt für denjenigen, der sich meinem Befehl widersetzt. Und wer einem Volk ähnelt, der gehört zu ihnen. Dieser Hadith ist bei Imam Ahmad und Abu Dawud überliefert worden. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam macht uns klar, dass je nachdem, wie stark man sich seinen Anordnungen widersetzt, dementsprechend viel Erniedrigung wird man in diesem Leben erlangen. Liebe Geschwister, nachdem wir einige Ayat aus dem Koran verinnerlicht haben und gesehen haben, dass Allah subhanahu wa ta'ala das Ansehen eines Gläubigen und seine Macht und seine Ehre abhängig gemacht hat davon, wie gehorsam man ihm gegenüber ist. Und auch haben sie das gesehen in der Sunna des Propheten von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Hadith von Ibn Umar radiallahu anhuma. Werden wir jetzt in zwei verschiedenen Überlieferungen erkennen, dass auch die Freunde des Propheten sallallahu alaihi wasallam es dementsprechend verstanden haben. Denn ihr wisst ja, die Quellen unserer Religion sind der Koran und die Sunna. Und diese beiden werden so verstanden, wie eben die rechtschaffenen frommen Vorfahren verstanden haben. Abu Darda, radiallahu anhu wa arda, über ihn ist authentisch überliefert worden, dass er, als die Muslime Zypern befreit hatten, haben natürlich dann die Bewohner von Zypern geweint und ihre Traurigkeit zur Schau gestellt. Könnt ihr euch vorstellen, wenn man einen Krieg verloren hat, wie das sein wird. Aber Abu Darda, radiallahu anhu wa arda, ebenfalls saß sich hin und weinte, aufgrund dessen, dass die anderen geweint haben. Nur die Frage ist, warum? Ein Mann namens Jubair sagt dann zu ihm, sag mal, also Jubair ibn Nufayr, er sagt dann zu ihm, sag mal, Abu Darda, wieso weinst du an einem Tag, an dem Allah subhanahu wa ta'ala den Islam geehrt hat und auch die Angehörigen des Islam? Daraufhin sagte er, radiallahu anhu arda, o weh dir, Jubair, siehst du nicht, wie unwichtig die Schöpfung Allah zu Allah subhanahu wa ta'ala doch ist, wenn sie die Befehle Allah, wenn sie sich den Befehlen Allahs widersetzt. Erkennst du nicht, wie unwichtig Allah subhanahu wa ta'ala für ihn die Schöpfung ist und diese Menschen sind, wenn sie anfangen, sich Allahs Befehlen zu widersetzen? Noch zuvor war es eine Gemeinschaft, die stark war und andere bezwingen konnte, und sie hatten ein großes Reich gehabt, dieses Volk. Aber als sie angefangen haben, Allahs Anordnungen zu unterlassen, hat Allah sie zu dem gemacht, was du gerade vor dir sehen kannst. Und so wollte Abu Darda, radiallahu anhu arda, diesen Menschen klar machen und sich selbst auch, dass
es nicht nur diesem Volk so gehen, ergehen kann, sondern jedem Volk, das sich Allahs Anordnung widersetzt, wird es durchgehen, wie diesen Leuten in Zypern. Ebenfalls erzählt uns Tariq ibn Shihab, dass Umar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, wa arda'ah, als er nach Damaskus kam, trafen auf ihn dann die Herrscher. Die Herrscher, nachdem er das Gebiet dort befreit hatte, trafen auf ihn dann die Herrscher, offensichtlich von dem unterlegenen Volk, von dem Volk, das die Niederlage erlitten hat. Er hatte nichts anderes an als einen Umhang und macht euch jetzt mal klar dieses Bild von diesem Imam und von diesem Khalifa, von diesem, von dem wir glauben, dass er nach dem Propheten sallallahu alaihi wasallam die zweite Stellung in dieser Umma einnimmt, mit der Lampen zufrieden sein. Er hatte nichts anderes an als einen Umhang, zwei Ledersocken trug er und einen Turban hatte er um seinen Kopf gewickelt. Während er durch Wasser lief, zu Fuß, und sein Reittier, offensichtlich sein Kamel oder was anderes, am Seil festhielt. Er zog dann seine Ledersocken aus und machte sie auch unter seinen Achseln. Und dann sagte man zu ihm: O Führer der Gläubigen, jetzt gleich wirst du auf die ganzen Soldaten treffen. Und gleich werden die ganzen Herrscharen, gleich werden die ganzen Herrschaften, die Führer von diesem byzantinischen Reich, die werden gleich auf dich treffen. Die würden ihm sagen: Wie kannst du in diesem Zustand diese Leute empfangen? Wie kannst du diesen Zustand als Führer der Gläubigen und Führer der islamischen Welt den Leuten in diesem Zustand entgegenkommen oder gegenüberstehen? Jetzt gleich wirst du auch die Herrscher antreffen. Und gleich werden die Patriarchen von Damaskus dich sehen. Und du bist in diesem Zustand, sagte zu ihm. Daraufhin sagte Umar radiallahu anhu arda, erwidernd: Wir sind ein Volk, das Allah durch den Islam geehrt hat. Sobald wir Ehre ersuchen bei etwas anderem als dem Islam, wird uns Allah erniedrigen. Wer also, liebe Geschwister, Ehre und Ansehen sucht durch sein Vermögen oder seine Häuser oder seine Autos oder durch Frauen oder durch den Nationalismus, durch seine Nationalität oder durch seine Herkunft oder durch seine Arbeit oder durch seine Kinder oder durch das Studium oder das, was die Kinder machen, den Beruf der Kinder, oder etwas irgendwas anderes außer dem Islam, den wird Allah subhanahu wa ta'ala erniedrigen. Allah subhanahu wa ta'ala macht es im Koran deutlich. Macht euch mal bewusst, was Allah uns im Koran berichtet hat. Er hat die guten Taten der Propheten und rechtschaffenden Menschen, einige von ihnen im Koran, verewigt. Wir werden sie lesen bis zum nächsten Tag. Über Idris a.s. sagte Allah subhanahu wa ta'ala: Und wir haben ihn zu einem hohen Ort emporgehoben. Wer sich allerdings von Allahs Buch abwendet, über den sagt Allah subhanahu wa ta'ala folgendes im Koran. Allah gibt uns ein Beispiel. Allah gibt uns folgendes Beispiel. Etwas, was in der Vergangenheit geschehen ist, in einem der führenden Völker, und verließ ihnen die Kunde von dem, dem sie unsere Zeichen gaben. Es gab einen Menschen, den hat Allah subhanahu wa ta'ala Beweise gegeben, Wissen gegeben, Argumente gegeben, Zeichen gegeben, mit denen er immer die Wahrheit erkennen konnte. Und mit denen er anderen Menschen auf den Weg weisen konnte. Zur Wahrheit. Und rief ihn in die Kunde von dem, dem wir unsere Zeichen gaben. Und der sich dann ihrer entledigte, er wandte sich von diesen Zeichen. Da verfolgte ihn der Satan, und so wurde er einer der Verirrten. So wurde er einer der Verirrten Verlierer. Und wenn wir gewollt hätten, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, und wenn wir gewollt hätten, hätten wir ihn durch sie fürwahr erhöht. Durch was? Durch diese Zeichen, diese Argumente, dieses Wissen. Durch dieses Wissen, durch den Koran, durch diese Zeichen, diese Ayat im Koran, kann Allah subhanahu wa ta'ala den Gläubigen erhöhen.
Allah will einen aber nicht erhöhen durch etwas anderes außer dies. Wer sich also stolz fühlt dadurch, dass er irgendeiner Sache angehört, sei es in moderner Zeit, gibt es verschiedene Systeme wie den Kommunismus oder Sozialismus oder Föderalismus oder Laizismus oder was auch immer. Durch solche Sachen, wer sich dadurch versucht zu erhöhen und Macht und Ehre zu erlangen, so wird Allah ihn erniedrigen. Ehre wirst du nur erlangen durch die Ayat Quran. Und wenn wir gewollt hätten, hätten sie ihn durch sie fürwahr erhöht. Aber er neigte zur Erde hin. Das heißt, er wollte sich diesem Leben begnügen. Er zog dieses Leben dem Jenseits vor. Und er folgte seiner Neigung. Er hätte seinem Kopf folgen sollen. Er hätte seinem Verstand folgen sollen, wo er doch genau weiß, dass sein Leben begrenzt ist. So ist sein Gleichnis das eines Hundes, sagt Allah subhanahu wa ta'ala. So ist sein Gleichnis das eines Hundes. Von welchem Aspekt her? Bestimmt nicht vom Aussehen. Sondern sein Gleichnis ist wie das eines Hundes. Allah sagt, wenn du auf ihn losgehst, häschelt er. Lässt du ihn aber in Ruhe, häschelt er auch. Diese Eigenschaft des Häschelns befindet sich in diesem Hund. Und du wirst diese Eigenschaft von ihm nicht wegnehmen können. Und genauso verhält es sich mit manchen Menschen. Sie bleiben auf ihrem Weg, sie folgen ihrer Neigung, sie wollen die Wahrheit nicht akzeptieren und sie wollen sich auch nicht ermahnen lassen, egal wie viele Beweise und Argumente und Wissen man ihnen gibt. Deswegen gleichen sie in dieser Hinsicht dem Hund. So ist das Gleichnis der Leute, die unsere Zeichen für Lüge erklären. Berichte die Geschichte, auf dass sie nachdenken mögen. Allah subhanahu wa ta'ala will von uns, dass wir solche Geschichten den Leuten erzählen, damit wir nachdenken. Und wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass wir zu den Menschen gehören, die über solche Gleichnisse nachdenken. Denn ein Gleichnis, liebe Geschwister, wenn du ein Gleichnis nicht verstehst, wenn du ein Gleichnis nicht verstehst, was Allah oder der Prophet sallallahu alaihi wasallam erklärt hat oder geschrieben hat, dann bleibt nichts anderes übrig, als dass du weinen musst. Du musst weinen. Weil Gleichnisse sind dafür da, um es den Leuten klar zu machen. Ja? Gleichnisse sind dafür da, dass man den Leuten etwas näher bringt und deutlich macht und vereinfacht. Weil man vergleicht es mit etwas, Allah will etwas, was er uns sagt, wir vergleichen mit etwas, was wir aus unserem Leben kennen. Ja? Dass wenn wir etwas aus unserem Leben kennen und das Gleichnis dann trotzdem nicht verstehen, dann, wie manche Gelehrte gesagt haben, soll man einfach weinen, weil man nicht verstanden hat, was Allah von einem will. Liebe Geschwister, ich erinnere euch noch als letztes daran, dass wir uns im Monat Shawwal befinden, das ist der 10. Monat, und bald ist die Hajj. Die Hajj ist eine von Allah subhanahu wa ta'ala auferlegte Pflicht, wie wir alle wissen, und deswegen möchte ich euch daran erinnern, dass jeder, der die finanziellen Möglichkeiten dazu hat und auch gesundheitlich dazu in der Lage ist und noch nicht dort gewesen ist, dorthin gehen muss. Und nichts anderes voranstellen darf. Und bitte, lieber Bruder, liebe Schwester, versuch dir darin nicht selbst Antworten zu geben. Das heißt, wenn du zum Beispiel der Meinung bist, dass du nicht gehen brauchst, frag nochmal nach. Vielleicht sehen das die Gelehrten doch anders, als du es siehst. Und was die Frau angeht, sie braucht natürlich einen Mahram, sonst darf sie nicht dorthin verreisen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns allen den Erfolg verleihen.